und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Oh, und Epic, Moment mal. Ich muss dir ganz kurz was sagen. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich habe dir ganz kurz ins Gesicht geschaut gerade. Und dein Gesicht ist ja viel detaillierter als meins, merke ich gerade. Ich habe einfach, meine Haut ist einfach so glatt. Was ist denn da los? Naja, abgesehen davon werden wir heute wieder ein Baubattle machen. Und zwar werden wir zwei Shopping-Malls bauen. Einmal eine Pro-Version und einmal eine Noob-Version. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier wieder unsere zwei Felderchen. Du darfst hier direkt erstmal einen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Du machst eigentlich, wenn ich aufnehme, immer Noob. Du machst jetzt Pro mal und ich mach Noob. Okay. Denkst du, bekommst du es hin? Ja. Okay, alles klar. Also mein Noob wird jetzt nicht aus Erde sein oder so, aber ich versuche es so ein bisschen weirder zu machen, vielleicht so ein bisschen schusseliger. Und ich suche mir jetzt erstmal ein paar Blöcke raus. Für eine Mall habe ich mir eigentlich direkt gedacht, so Quarz. Das finde ich dann aber doch zu fancy, deswegen gehen wir wahrscheinlich mit Stein oder sowas. Das ist ja auch ganz cool. Oh, nein, 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 wir machen es bunt. Ich habe es gehört. Hab das gehört. Ich glaube, ich mach's aus Clay. Das ist eigentlich ganz nice so. Oh, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich weiß auch schon, wie ich meine Shopping Mall bauen werde oder mein Einkaufszentrum. Mhm. Das wird sehr gut aussehen, Katja. Okay. Kannst du mir so ein, zwei kleine Sachen geben? Nein, ist geheim. Machst du aber so mehrere Shops schon rein, oder? Lass dich überraschen. Ja, okay. Dann suche ich jetzt erstmal Blöcke raus. Ja. Okay, Leute, fangen wir einfach mal an. Ich mache jetzt hier erstmal so einen kleinen süßen Gehweg, dass man erstmal zum Mall hin kann. Und davor werden so ein paar Autos stehen, beziehungsweise werde ich hier so einen kleinen, ja, Parkplatz machen, wo halt die Leute parken können. Und dahinter kommt dann die Mall. Da müssen wir echt mal schauen, wie groß wir das Ganze machen. Und vor allem, wie viele Stockwerke. Und wie es im Generellen aussehen soll, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass es alles aussieht wie so ein Bürogebäude letztendlich. Und ich weiß nicht ganz, wie bei euch allen eine Shopping Mall aussieht. Das kann ja komplett verschieden sein. Wir haben zum Beispiel auch eine Shopping Mall, die ist einfach komplett rund. Das bedeutet, man läuft im Kreis, was auch ganz cool ist, aber das bekommen wir hier niemals hin in der Größe. Deswegen werden wir es wahrscheinlich schon einfach ein bisschen eckig machen. Aber ich versuche es cool zu machen, dass man auf jeden Fall weiß, das sieht aus nach einem Platz, wo man Spaß haben kann. Okay, bis jetzt sieht es aus wie so ein großer Klumpen. Ist es wahrscheinlich auch. Okay, Moment mal. So, dann haben wir das so. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Weißt du, was auch ganz fancy wäre? Also in der Mitte will ich auf jeden Fall so einen offenen Platz haben, wo man sich auch hinsetzen kann und alles. Und es gibt richtig viele Einkaufszentren. Das ist richtig modern geworden, dass man das so mit Pflanzen macht. Das ist auch eine coole Idee, finde ich. Das stimmt. Aber bin mir sehr unsicher. Ich werde es jetzt erstmal hochziehen, denke ich mal. Was machst du gerade? Wo bist du gerade dran? Ich mache gerade die Parkplätze. Ah, Parkplätze. Du könntest auch eine Tiefgarage machen. Das stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Okay, dann platziere ich hier auf jeden Fall ein paar Autochen drauf. So, auf dem Parkplatz kommt ein Auto. Und dann würde ich sagen, ich fange an, mir innen drin die Treppen zu bauen und die Einrichtung. Oh mein Gott, stell mal vor. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich habe, glaube ich, eine sehr gute Idee. Die will ich dir gar nicht sagen. Oh, das wird nice. Okay, Leute, ihr werdet überrascht sein. Epic! Ja, es wird eine Rolltreppe. Ach man, mit Minecarts. Aber cool, oder? Ja, das stimmt. Oh. Also Leute, bis jetzt sieht es noch sehr interessant aus. Aber das werden wir gleich ändern. Boden. Gucken wir mal, was wir für einen Boden nehmen. Wir könnten entweder auch wieder Clay nehmen. Da weiß ich aber nicht so ganz, wie fancy das aussehen könnte. Oder wir nehmen halt Quarz. Oder wir nehmen das. Wir nehmen Dunkel. Wir nehmen auch Clay. Dann machen wir überall hier was hin. Und ich hoffe, dass hier die Höhe ganz gut passt. Ich glaube schon. Wir werden das hier nochmal ein, zwei höher machen, denke ich. Sonst ist es zu klein. Okay. Und dann geht auch schon die Raumaufteilung los. Beziehungsweise ich werde auch erstmal die Rolltreppen irgendwo hin platzieren. Und dann eventuell schon sowas. Ich will auf jeden Fall einen Klamottenladen haben. Ich würde gerne einen Essensladen haben. Vielleicht einen Bücherladen. Das wäre auch noch ganz cool. Und so Kleinigkeiten halt. Mal schauen. Also mal gucken eher, wie viel da reinpassen wird. Das ist eher das Problem. So. Okay, also ich mache jetzt mal meine Achterbahn, wollte ich gerade sagen. Meinen Aufzug. Nee, meine Rolltreppe. Ein Aufzug wäre auch nice gewesen. Stimmt. Okay, die wird aber nicht wirklich groß. Also ich würde wirklich nur eins nach oben, eins nach unten machen. Fertig. Okay, so. Das kriegen wir hin. Das kommt aus dem gleichen Material wie der Boden. Sieht ein bisschen eintönig aus, aber das wird schon. Dann brauchen wir ein paar Rails.
Und dann können wir die einfach nach oben platzieren. Ich glaube, wir bräuchten... Denkst du, man braucht für so eine steile kleine Sache auch so ein paar Bepowerte? Bestimmt, oder? Ja. Ah, okay. Dann brauchen wir Redstone. Okay. Machen wir erstmal so. Einmal nach oben und einmal, oh Gott, nach unten. Okay, das wird. Okay, dann wären wir erstmal damit fertig. Redstone mache ich da noch hin und ein paar Bepowerte. Gut. Okay, mein erstes Schaufenster. Ja, wir werden erstmal, ich glaube, das müssen wir erstmal so wegmachen. Wir machen erstmal nämlich, glaube ich, die Geschäfte an sich. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst macht es einfach keinen Sinn. Okay, fangen wir einfach mal direkt an. So grob, ne? Ja, kann ja schon ein bisschen größer sein insgesamt. Dann haben wir hier vielleicht so ein paar Geschäfte. Also vielleicht so zwei. Ja, dass wir auch so ein bisschen was reinstellen können wenigstens. Dann haben wir hier die Eingänge, die werde ich noch machen. Dann könnte man hier so einen kleinen Gang haben. Da könnte man auch theoretisch was hinstellen. Dann haben wir hier vielleicht noch ein Geschäft eventuell. Vielleicht mache ich das ja auch grün. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich habe zwei Farben übrigens. Einmal so ein ganz helles Lila und ein Grün. Also mein Einkaufszentrum ist schon sehr bunt, würde ich sagen. Aber es geht, es geht. Das passt ganz gut zusammen eigentlich. Aber dann werden alle Geschäfte unten grün und alle oben lila. Dann passt es ganz gut, glaube ich. So, dann machen wir jetzt erstmal die Grundrisse. Oh, und ich muss ein bisschen aufpassen mit der Rolltreppe. So vielleicht. Und eventuell könnte hier auch noch eins hin, aber ich glaube, das ist zu viel. Das ist schon sehr eng hier. Okay, gehen wir mal lieber hoch. Hier haben wir dann vielleicht hier so den Gang, wo man laufen kann. Okay, und dann hätten wir vielleicht... Oh, die Dings sehen nicht schön aus in die Schaufenster. Oh nein. Ja, okay, eins, zwei. Dann machen wir vielleicht hier sowas hin, so eine Reihe. Oh je, okay. Sehr interessant wird es, glaube ich, aussehen insgesamt. Sehr interessant. Also Leute, wir haben jetzt schon mal die Schaufenster. Ich denke, auf der anderen Seite werden wir keine machen. Wir haben eh nur ein Geschäft auf der anderen Seite. Dann mache ich jetzt ganz kurz mal das Dächlein und ich denke, wir werden das auch aus so... Ich vielleicht sogar aus diesem Stein hier vorne machen. Bin mir gerade sehr unsicher. Vielleicht machen wir es aus Steinen, genau. So eins mal überschüssig. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen. Ja. Okay, dann machen wir das nochmal kurz. Ansonsten, ich hätte gerne einen Büchershop. Das ist nice zu bauen. Ich hätte gerne einen Supermarkt. Was hätte ich noch gerne? Ich habe 5 Sachen. Ja, Klamottenladen wird schon ein bisschen schwieriger, aber muss eigentlich auch sein. Und was gibt's noch? Vielleicht, keine Ahnung, Musikladen. Oder so, ah ja, wo so Platten ausliegen und sowas. Das ist doch eigentlich ganz cool, so schallplattenmäßig. Ja, 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 das stimmt. What? Gute Ideen, okay. Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Bro-Shopping-Mall, ne? Ja. Ja? Das sieht's gut aus? Also ich bin beim letzten Abteil, sag ich mal. Ja, dann bist du fertig. Was heißt Abteil? Hast du einen Güterzug gemacht? Lass dich überraschen. Oh je. Es war Shopping Mall das Thema. Ja, ich habe auch fast eine Shopping Mall gemacht. Was heißt fast? Ja, knapp auch, vielleicht auch nicht so ganz. Oh Gott, epic. Ich bin fertig, Katja. Nein, als ob du schon fertig bist. Ja. Hä, never. Stop. Echt jetzt? Oh krass, okay, ja gut, dann muss ich mich anscheinend beeilen. Ich bin nämlich noch nicht fertig und ich denke, ich werde auch noch ein bisschen brauchen. Also so ein paar Minütchen. Ich muss halt noch einrichten. Ja, ich muss halt noch einrichten. Das ist so mein Main-Ding gerade. So, wir haben jetzt hier als erstes einen kleinen Buchladen. Hier werde ich dann, glaube ich, das Schallplattengeschäft hinmachen. Und hier vorne kommt noch ein Supermarkt, glaube ich, hin. Oder hier kommen Klamotten hin. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir hier so einen Rüstungsständer überhaupt schon haben in der Version. Aber ich denke leider nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann doch eher irgendwas machen, was man sehen kann. Hier oben, Essen brauche ich halt unbedingt noch. Und hier sieht es noch ein bisschen leer aus. Ich denke, ich werde auch nochmal ein Carpet reinmachen vielleicht. Ein dunkelblau oder so. Ich glaube, das ist ganz nice. Dann hat man hier so ein bisschen mehr Wohlfühlfaktor. Okay, ja, das kriegen wir so hin. Dann passt das ganz gut, glaube ich. Dann mache ich jetzt erstmal hier wieder die Kasse hin und dann kommen da die Schallplatten hin. So. Ja, Musikgeschäft ist jetzt auch nicht so krass, finde ich, aber kann man auch machen. Dann machen wir jetzt hier nochmal die Lebensmittel hin, glaube ich. Das ist ganz cool. Da haben wir nämlich so ganz viele Sachen, Bananen, was weiß ich alles. Hier gibt es ja komplett viel. Wir können sogar einen Einkaufswagen hin platzieren. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, das kriegen wir auch hin. Ja, also Leute, ich denke, besser wird es jetzt nicht. Das Einzige, was ich hier machen könnte, ist noch ein paar kleine Gläser mittendrin, damit es einfach so ein bisschen offener... Oh, natürlich sind dann da Frames. Und die sind kaputt gegangen. Nice! Och, Mann!
Ja, Bio wird kaputt, der wird komplett kaputt. Nein. Ja, es geht, ist eigentlich gar nicht so komplett kaputt. Okay, warte mal. ich muss den Donut hier nochmal hinplatzieren. So, nehmen wir nochmal ganz kurz Glas und dann machen wir das so, ach, ich weiß auch nicht. Hier halt so ein bisschen Glas, dann kann man so ein bisschen reinluschern wenigstens. Dann sieht es ein bisschen interessanter aus. Einmal hier und einmal, ja, hier kann man gar nicht luschern. Dann halt woanders. Unten hier bei den Schallplatten, da ist bestimmt irgendwie noch Platz. Nein, da kann man auch nicht reinluschern. Okay, ich bin fertig, du kannst gern zu mir kommen. Ich kann nichts mehr machen. Oh, was ist denn da? Oh, ja, es ist okay, es ist okay, es ist riesig, aber... Ich komm zu dir. Oh Gott, ich sehe schon. Am Ende so auf der falschen Au. Seite. Hallo. Okay. So, kann ich mich umdrehen? Yes, du kannst dich umdrehen. Und? Tada! Was ist da denn los? Ist riesig dagegen, ne? Boah, wie groß deine Shopping-Mall ist. Okay, hier Danke. Vorne haben wir auf jeden Fall die Parkplätze. Oh, wie süß die aussehen mit 3 Autochen. Und was wird da noch gemacht? Das sieht so besser aus. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Okay, da kann man sich hier schon hinsetzen nochmal. Okay, dann haben wir hier die verschiedenen Geschäfte in der Mall. Hier mit den Musikladen. Yes. Oh, Kater, das sieht richtig doll gut aus insgesamt. Dankeschön. Okay, wir haben auf jeden Fall richtig doll hohe Decken. Dann geht's hier in die Bücherei. Oh, mit ein paar Schildern insgesamt. Oh, das ist sehr nice. Hier vorne haben wir, glaube ich, den Supermarkt. Ja, oh, Lebensmittel. Cool. Dann haben wir hier so... Ah, das ist eine kleine Geschichte. Ich wollte hier einen Baum hinpflanzen, ja? Ja. Ja, geht nicht. Geht nicht. Keine Ahnung. Hat nicht geklappt. Minutenlang so, probiert. Was ist denn da los? Okay, dann kann man hier auf jeden Fall hochfahren. Zack, zack, zack. Mit dem Minecart. Dann haben wir hier den Kleidungsladen. Ja. Und eine Umkleide. Und da ist sogar ein Spiegel drin. Wow, hier sind auch ein paar Spiegel und das ist wirklich so nichts drin. Das ist alles Attrappe. Und dann haben wir jetzt noch hier einen Süßigkeitenladen. Und das war es aber auch schon. Sehr cool. Deine Mall gefällt mir tipptopp doll gut. Und Moment mal, Gata. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja. Ich bin so gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, du kannst dich umdrehen. Und? Oh, du hast Epic Ikea. Du hast Ikea gebaut? Hä? Das ist doch kein... Okay, also ich muss sagen, dein Parkplatz gefällt mir ganz gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Hä? Aber es war doch... Epic, es ist doch kein Möbelgeschäft, was du bauen solltest. Doch, das ist eine Shopping-Mall da drin auch. Guck mal, wir haben hier die verschiedenen Ausstellungsräume. Ja. Hier ist zum Beispiel ein Wohnzimmer, dann haben wir hier ein Badezimmer mit den Waschbecken. Da kann man hier reingehen und sich anschauen, was man kaufen will. Epic, es ist trotzdem ein Möbelgeschäft. Das ist keine Shopping-Mall. In meiner Shopping-Mall gibt es nur Möbel. Das ist trotzdem dann ein Möbelgeschäft. Ey, hier oben ja. ist die Bettenabteilung. Also an sich, ich finde es gut, aber das System halt schon hart verfehlt, ne? Nein! Doch, klar, natürlich. Aber es sieht schön aus. Aber also für ein Möbelgeschäft hätte ich es tipptopp. Aber ja. Hier kann man Essen kaufen, wenn man Hunger hat beim Shoppen in der Shopping Mall. Das ist keine Shopping Mall. Da steht die Kerl drauf! Und hier kann man auch dann essen. Och, Katja. Du weißt, dass du es nicht richtig gemacht hast. Ja, ja, das ist schon ein bisschen richtig. Naja, Leute, ihr könnt in den Kommentaren gerne mal entscheiden darüber, ob Epic jetzt, überhaupt das... Also, zählt es überhaupt? Ja, also... Ja, es zählt schon, aber es ist auch schon hart am Thema vorbei trotzdem. Aber es sieht schön aus, vor allem auch, wie du das hier gemacht hast mit dem oberen und allem. Ist ganz cool eigentlich und auch die Raumaufteilung und die Schaufenster finde ich auch ganz nice. Aber komplett halt anders. Du bist Quatschmacherkopf. Ey! Eieiei. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!